Hallo, liebe YouTuber und Studierende. Zu unserer vierten Episode zum Thema Rechnerarchitektur und Betriebssysteme. In den vergangenen Episoden 0, Episode 1, Episode 2, also drei Episoden, zählweise beginnt bei 0, haben wir uns in dieses Thema hineingefuchst, uns dem Thema genähert. Wir haben dazu Mindmaps benutzt. Ich habe Ihnen erklärt, diese Videos sind nicht skriptersetzend, sondern wir nutzen diese Videos zusätzlich zum Skript, sodass Sie eine komfortable geführte Methode haben, um das Skript und die Inhalte aus dem Skript zu wiederholen. Heute könnte man sagen, machen wir diesen Ansatz, um das Skript in einer Vorschau bisschen zu thematisieren und Ihnen schon mal nahezubringen, was uns in der kommenden Zeit beschäftigt. Wir sind bisher vorgedrungen zum Thema Architekturtypen, haben uns dort eine Welt erschlossen, wo wir verschiedene Architekturtypen schon mal namentlich gehört haben, sodass die Begriffe allmählich vertraut werden. Wir haben uns das natürlich nicht en Detail angeguckt. Wie gesagt, dazu braucht man das Skript. Ich werde hier heute ein paar zusätzliche Dinge thematisieren oder vertiefen. Ich möchte aber vor allem die Zeit nutzen, um in das Skript zu wechseln, denn ich vermute sehr stark, wir werden bei den zukünftigen Videos weniger mit Mindmaps und es mit Neuem zu tun haben, sondern vielmehr auf eben das Skript zurückgreifen. Ich denke, das ist von Vorteil für Sie, weil dort stehen die Inhalte drin. Wir können das dann präziser, genauer besprechen, wiederholen und Sie wissen schon, wo was für die Klausur dann zu wiederholen ist. Am Ende unserer Veranstaltung steht ja eine Klausur. Ich muss Ihnen eine Prüfung anbieten. Sie müssen die Prüfungsfragen erledigen im Rahmen der Klausur. Da muss man sich vorher auch ein bisschen vorbereiten. Das Wesentliche, hoffe ich aber, werden Sie aus der Veranstaltung live mitnehmen und dann möglicherweise mit den Videos das leichter wiederholen, um sich dann für die Prüfung vorzubereiten. Also, das ist unsere schriftliche Grundlage, ein Mitmachskript, Rechnerarchitektur und Betriebssysteme. Das Skript enthält, während ich das live nutze, gewisse Ausblendungen, sodass wir vorher über das sprechen können, was ausgeblendet ist, das Ganze ein bisschen spannender gestalten können. Natürlich werde ich die Ausblendungen dann ergänzen, sodass Sie in Ihrem Skript die vollständigen Texte haben. Mein Name ist Anton Illig. Ich werde die Veranstaltung mit Ihnen live durchleben und biete Ihnen eben zur Wiederholung oder zur Vorschau diese Videoblogs an. Also ich bin im Skript gleich mal an die richtige Stelle gesprungen. Im Kapitel 3.5 geht es um Architekturtypen. Mal einige Fakten vorneweg. Bei den Betriebssystemen, die wir betrachten, bei den Prinzipien, die wir uns anschauen, ist allen Betriebssystemen gemeinsam, dass der Einsprung in den Betriebssystemkern immer der gleiche ist. Der ist identisch, also unabhängig vom Architekturtyp. Um den kümmern wir uns heute. Die Frage ist ja, wie bekommt das Betriebssystem als Manager für die Hardware und die anderen Softwareressourcen überhaupt die Regie? Wie kommt die CPU in den Betriebssystemcode, sodass sozusagen der Betriebssystemcode oder die Funktionen des Betriebssystemcodes die Regie über die Maschine hat? Und nicht der User die Kontrolle, sondern eben das Betriebssystem. Damit beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Einsprung in den Kernel. Als Kernel, wissen wir schon, wird das Innerste des Betriebssystems, der Betriebssystemkern, bezeichnet. Das, was von zentraler Bedeutung ist. Natürlich gibt es dann noch spezielle
Detailfunktionen des Betriebssystems kriegen wir alles, werden wir alles diskutieren, aber der Betriebssystemkern ist sozusagen das Innerste des Betriebssystems, das sich um ganz spezielle Aufgaben kümmert. Kommen wir gleich dazu. Also, das ist unser Thema heute. Als zweite Voraussetzung mag Folgendes gelten. Die Prozessoren, also die Hardwarebasis unter unserem Betriebssystem, unterstützt mehrere Betriebsmodi. Das sind Betriebsarten, in denen mehr oder weniger Befehle ausgeführt werden können oder nicht ausgeführt werden können. Werden wir noch oder haben wir schon detaillierter durchleuchten, mag an der Stelle genügen. Wie kann man sich jetzt den Einsprung in den Kernel vorstellen? Also wie bekommt das Betriebssystem die Regie übergeben? Stellen Sie sich vor, unser Programm, unser User-Programm setzt einen sogenannten System Call ab. Das ist das Gegenteil eines Function Calls. Function Call bezeichnen wir Methodenaufrufe, wo Methoden, die von uns geschrieben sind, Funktionen, die vom Programmierer selbst geschrieben sind, aufgerufen werden. System Calls sind Funktionen und Routinen, die das Betriebssystem mitbringt, die können aufgerufen werden. Das ist der Aufruf eines Betriebssystemdiensts oder eben eines System Calls. Bei einem System Call wird wie bei einem Function Call der Parameter oder die Parameter, wenn es mehrere gibt, an einem definierten Ort, typischerweise der Stack oder Prozessorregister, hängt ein bisschen von der Prozessorarchitektur ab, abgelegt. Genauso die Funktionsnummer. Wir sprechen von System Calls mit Namen, Open, Close, Seek. Die werden jedoch auf Nummern abgebildet, weil das Betriebssystem leichter mit Nummern arbeitet. Diese Funktionsnummer wird auch an prominenter Stelle abgelegt, wie die Parameter. Und dann wird ein spezieller Befehl, das ist der sogenannte Supervisor Call oder Kernel Call des Prozessors ausgeführt. Und der versetzt dann den Prozessor in den Kernel-Modus. Das ist die Umschaltung in den Kernel-Modus, in dem dann alle vom Prozessor bekannten Maschinenbefehle ausgeführt werden können. Im User-Modus können gar nicht alle Maschinenbefehle ausgeführt werden. Dazu dienen Modi, ja, um zwischen User-Modus und Kernel-Modus umzuschalten. Beim Einsprung in den Betriebssystemkern ist das Umschalten in den Kernel-Modus notwendig, weil dort, nur dort, alle Maschinenbefehle erlaubt sind. So, wir können uns das vorstellen, bildlich anhand der hier dargestellten Zeichnung. Stellen Sie sich bitte vor, der grüne Bereich ist, wie hier oben auch erwähnt, Benutzerprogramm. Das ist der Bereich des Speichers, wo unser Benutzerprogramm, was das Benutzerprogramm macht, ist an der Stelle vollkommen egal, wo der Code für das Benutzerprogramm zu finden ist. Wir müssen uns nur noch vorstellen, unser Benutzerprogramm möchte eine Datei eröffnen. Wir brauchen ein Beispiel, wo wir das Betriebssystem ins Spiel bringen. Das Eröffnen einer Datei mit Open, Open wäre ein System Call, das bedeutet, dass hier der Einsprung in den Kernel passieren muss, weil der Code für den Open, für die Funktion Open, ja nicht von uns in unserem Benutzerprogramm drinsteht, ist nicht von uns geschrieben, sondern die Methode oder die Funktion Open bringt das Betriebssystem mit. Der gelbe Bereich ist der Betriebssystembereich oder etwas spektakulärer ausgedrückt die Betriebssystemresidenz, die Residenz des Operating Systems. Dieser Code in diesem gelben Bereich, die Funktionen sind hier mal blau abgegrenzt, die sind Code, die dann im Kernel-Modus laufen, die ausgeführt werden, wenn
sie vom Benutzerprogramm angefordert werden. Das geschieht so, dass wir zwar mit dem mnemotechnischen günstigen Namen Open antworten, aber dieser Open wird vom Supervisor Call schon übersetzt in eine Funktionsnummer. Betriebssystem kann besser mit Nummern hantieren. Und die Nummer ist dann die Einsprungstelle in einer Dispatch Table. Das ist die Tabelle mit den Funktionsnummern, die ein Betriebssystem mitbringt. Und in der richtigen Tabellennummer, die vom Open her übersetzten Tabellennummer zeigt, ist dann ein Function Pointer zu finden, deswegen hier die Pfeile. Das sind Adressen von der Einsprungstelle, wo dann der Code, der den Open realisiert, steht. Der wird dann ausgeführt und nach der Ausführung des Codes für den Open erfolgt viertens ein Rücksprung an die Stelle nach der Aufrufstelle Open. Also das ist so die Abfolge. Erstens Nummer raussuchen in die Tabelle mit dem Eintrag Nummer so und so viel, reingehen, den Function Pointer finden, den Function Pointer, den von der Function Pointer referenzierten Stelle ausführen und nach der Ausführung Rücksprung in das Benutzerprogramm. So erfolgt der Einsprung in den Kernel. Nur noch kurz zum ersten Architekturtyp. Architekturtyp 1, monolithische Systeme. Ich glaube, da ist dieses Bild auch ganz hilfreich. Wir haben ja hier den grünen Bereich, der Bereich im Speicher, in dem ein Benutzerprogramm, Programm, das wir selber geschrieben haben, drin halten. Wie dieser Bereich, der grüne Bereich, organisiert ist, interessiert uns spätestens beim Thema Speicherorganisation. Für uns spielt der jetzt keine Rolle. Dort läuft das Programm im User-Modus, werden wir immer wieder mal ansprechen und mit Informationen zu ergänzen haben. Ich möchte mal auf das Betriebssystem als Architektur kommen und dort ist ein Architekturansatz das Betriebssystem mit einer monolithischen Architektur. Was ist damit gemeint? Naja, wie es hier beschrieben steht, monolithische Systeme, Betriebssystem mit monolithischer Architektur, ist dadurch gekennzeichnet, dass das gesamte Betriebssystem aus einem einzigen ausführbaren Programm besteht. Das Betriebssystem ist eine Ansammlung von Funktionen, siehe oben Servicefunktionen, damit wären wir wieder bei dem Bild oben. Und auf der Quellcode-Ebene, also die Betriebssystem-Codierer, die Coder, die das Betriebssystem schreiben, organisieren auf der Quellcode-Ebene einzelne Funktionen in Modulen möglicherweise, die der Compiler dann übersetzt, separate Übersetzung von Modulen. Alle modernen Programmiersprachen unterstützen das. Und der Linker hat dann die Aufgabe, diese separat übersetzten Module zu einer einzigen Objektdatei zusammenzubinden. Und damit haben wir eine monolithische Architektur. Ja? Was natürlich noch ein paar interessante Spezialitäten gibt, die wir durchaus besprechen, uns jetzt aber an der Stelle nicht unbedingt interessieren. Ich gehe mal zu einer Anmerkung, die wie folgt aussieht. So gesehen liegt also schon in der Organisation des Quellcodes alleine das Potenzial eines Architekturansatzes. Das erscheint mir wichtig zu sein, um das zu klären, was das ist. Ne? Also in der Organisation des Quellcodes haben wir schon das Potenzial eines Architekturansatzes. Wenn man Architektur ganz allgemein als Organisation einer Anordnung, in unserem Fall von Funktionen, jedenfalls ein Stück weit begreift. Auch in der Bauarchitektur ist Architektur nichts anderes als die Organisation einer Anordnung
Jetzt halt nicht von Funktionen, sondern von Bauelementen, die jeder Bau zweifellos hat und aus denen er sich zusammensetzt. Und wenn das auf eine typische Art und Weise geschieht, spricht man von einer Architektur. Nichts anderes ist Architektur. Ne? Und dieser pure Ansatz trifft auf die zunächst betrachteten Schichtensysteme zu. Und bei den Schalensystemen ist neben dem Aspekt der Organisation des Quellcodes noch ein weiterer Aspekt wichtig für die Realisierung einer Architekturidee. Das werden wir natürlich genauer betrachten. Hier an der Stelle aber zunächst mal nur eine Darlegung, was wir unter dem Begriff Architektur zu verstehen haben. Organisation einer Anordnung. Ja? Wie das jetzt dann betriebssystemspezifisch aussieht, werden wir im Detail natürlich diskutieren. Hier an der Stelle Vorschau mag das genügen. In der Retrospektive werden wir das ein oder andere noch explizieren, aber an der Stelle zwei fundamentale Dinge in diesem Video. Einmal der Einsprung in den Kernel. Was Betriebsmodi sind, haben wir gestreift und dann unser Verständnis von Architektur schlechthin. Und damit mag für heute alles okay sein. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen haben, bringen Sie die in die Live-Veranstaltung mit. Wir können das dann noch beliebig genau präzisieren, detaillieren oder mit Beispielen belegen, sodass das für Sie greifbar wird. Ich bedanke mich, Ihr Anton Illig.